70 Quadratmeter, 3 Zimmer. Und ich finde das okay. Und wir sind direkt in der Innenstadt. Also ich gehe aus der Haustür raus und ich bin direkt in der Stadt. Deswegen, da kann man eigentlich auch nichts sagen. Meine Schwester hat auch wohl eine Wohnung, die will ja auch bald umziehen. Die bezahlt für Innenstadt, aber die kommt aus Augsburg. Das ist nochmal ganz anders. Die Preise in Bayern sind nochmal anders. Und die ist auch in der Innenstadt, hat eine 2,5-Zimmer-Wohnung und sie bezahlt 950 warm. Deswegen ist, ich finde das noch okay. Ehrlich? Oha. Ja, meine Freundinnen haben auch direkt gesagt, Adriana, achte da drauf wegen Schimmel. Bevor du die Wohnung nimmst, geh in die Wohnung nochmal rein, wenn du die Schlüsselübergabe hast, und guck dir die Wände an. Am besten, du musst in die Ecken gucken. Guck dir alles an. Und dann habe ich das auch gemacht. Ich bin hingegangen, ich habe geguckt, ich habe die Wände angefasst nochmal, alle Wände so abgetastet, ob die sich feucht anfühlen. Weil wenn die das überstreichen, das wird ja trotzdem irgendwann durchbrechen. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe die Wände angefasst, aber die Wände sind alle trocken. Alle ich habe alle Heizungen aufgedreht, um zu gucken, gehen die Heizungen auch überall. Ich habe alle Fenster geöffnet, geschlossen, um zu gucken, funktionieren die Fenster. Aber hier ist alles tipptopp. Die haben die Wohnung, bevor ich die gekriegt habe, alles nochmal weiß gestrichen. Der Boden, also der Parkettboden, der wurde neu versiegelt. Der wurde aufbereitet und neu versiegelt. Ja, es ist nur ein dummer Fehler passiert. Es ist nicht mir passiert. Ich bin unschuldig. Wäre ich dabei gewesen, wäre das nicht passiert. Aber die haben die Küche eingebaut und dann wollten sie diesen kleinen Hängeschrank, den ich jetzt hier habe, dann wollten sie hierhin machen. Da sieht ihr auch dieses Loch. Und ihr seht, da ist eine Steckdose. Und eigentlich weiß man, das hat mich so aufgeregt, eigentlich weiß man, dass man über eine Steckdose nicht bohrt. Man bohrt da nicht, weil da halt die Verkabungen sind. Über Steckdosen, so 20 cm in den Radius, bohrt man nicht. Was ist? Die bohren genau über der Steckdose und haben einfach ein Kabel durchbohrt. Ich war so sauer, ich habe gekocht vor Wut. Es musste ein Elektriker kommen, den wir natürlich auch bezahlen mussten. Der hat die Wand geöffnet, hat das Kabel repariert und jetzt hat er das so erstmal so zugemacht. Er meint, wir müssen den Rest müssen wir selber zumachen. Ihr wisst gar nicht, ich war so am Boden, weil ich mir dachte, gerade neue Wohnung und dann passiert sowas. Und ich dachte mir nur so, wie kann das passieren? Man weiß doch, dass man über eine Steckdose nicht bohrt. Aber die wussten das nicht. Und ich war nicht da, weil ich arbeiten war. Ich bin nur auf Arbeit und dann höre ich so, ja, dass die haben irgendwie die Bohrmaschine-Firma hat das dick gemacht und dann, ja, ging die Steckdose nicht mehr. Und ich so, was? Ich so, wie, das hat dick gemacht? Dick. Wie? Ich war so sauer. Nee, ich sag ja, das ist nicht viel. 880 Euro. Ich zahle 200. Puh. Die sind alle kaputt. Oh mein Gott.